Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich auf zwei Begriffe näher eingehen, die in den letzten Jahren in Diskussionen im Bildungsbereich häufiger genannt wurden. Es geht hier um die Begriffe formative Evaluation und summative Evaluation. Es geht also um einen Zusammenhang zwischen Lernen, dem Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern, von Lernenden überhaupt, in Bildungsinstitutionen wie Schulen, Universitäten und dem Zusammenhang mit Feedback und Evaluation. Pädagogische Forschungen zeigen auf, dass es besonders wichtig für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler ist, wenn diese über ihr eigenes Leistungsniveau und Potenzial Bescheid wissen, diese zu ihrem Lerntyp passende Lernstrategien kennen, diese Verantwortung für den eigenen Lernerfolg übernehmen, diese gezielt eingesetzte Rückmeldungen zu ihrem Lernstand und Lernstrategien von den jeweiligen Lernkräften bekommen und individualisierte Maßnahmen durch die Lehrenden ergriffen werden. Die Lehrkräfte miteinander über den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler reflektieren und mögliche weitere Schritte besprechen. Gezielte Maßnahmen der Lehrkräfte, welche sich positiv auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler auswirken, setzen möglichst genaue Kenntnisse über den Lernstand der Lernenden und klar definierte, für die Lernenden transparent gehaltene Lernziele voraus. Evaluation kann von ihrer Durchführung her als formal oder informell bezeichnet werden, wobei sich eine genaue Unterscheidung in manchen Fällen als schwierig erweist. Eine formale Evaluation findet häufig in schriftlicher Form zu einem vorher genau festgelegten Zeitpunkt statt. Beispiele wären in diesem Zusammenhang Standardtestungen wie der bekannte PISA-Test, Fragebögen und Tests bei Schularbeiten. Eine informelle Evaluation erfolgt laufend während des Unterrichts in situationsangepasster Art und Weise durch zum Beispiel Beobachtungen oder mündliche Fragestellungen der Lehrkraft. In der pädagogischen Literatur werden mehrere Arten der Evaluation unterschieden. Gegenwärtig wird mit einer Bezugnahme auf die umfangreichen Forschungsarbeiten des neuseeländischen Pädagogen John Hattie und die formative Evaluation und summative Evaluation unterschieden. Kommen wir zur summativen Evaluation. Nach einem bestimmten Zeitraum, wie etwa zu Semesterende, wird zum Beispiel untersucht, welchen konkreten Lernstand bzw. Lernzuwachs die Schülerinnen und Schüler erzielt haben. Die summative Evaluation erfolgt nach dem bereits erfolgten Lernprozess. Es geht also um eine Endkontrolle. Aus Sicht der Lehrkraft können diese Ergebnisse nur nachträglich für die Anpassung des eigenen Unterrichts verwendet werden. Kommen wir zum Begriff formative Evaluation. Während des Lernvorgangs versucht die Lehrkraft möglichst zielgerichtet und umfangreich Informationen über den Lernprozess, den Kenntnisstand und das Kompetenzniveau der Schülerinnen und Schüler zu erlangen. Diese Hinweise können beispielsweise mit Hilfe von Beobachtungen der Lernenden während einer Einzel- oder Gruppenarbeit und durch deren mündliches Feedback im Unterricht an die Lehrkraft erfolgen. Wesentlich ist, dass die so gewonnenen Erkenntnisse möglichst zeitnah und situationsangepasst für eine Veränderung des Lehr- und Lernprozesses genutzt werden. In diesem Sinne handelt es sich bei der formativen Evaluation um eine Form der begleitenden Beobachtung, bei der Schülerinnen und Schüler durch die Lehrkräfte möglichst unmittelbar individualisierte Rückmeldungen erhalten, wie diese ihre Lernziele besser erreichen können. Dies setzt wiederum voraus, dass die Lernenden schrittweise unterstützt werden, Selbstverantwortung für ihren eigenen Lernerfolg zu übernehmen. Eine besondere Herausforderung für die Lehrkraft besteht darin, jene Maßnahmen zu wählen und umzusetzen, die ihr einen möglichst zuverlässigen Einblick in den Lernprozess der Lernenden ermöglicht. Diese setzt unter anderem voraus, dass sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte die Bereitschaft signalisieren, miteinander hinsichtlich der angewendeten Lehr- und Lernstrategien ins Gespräch zu kommen und deren Wirksamkeit kritisch zu bewerten. Im Zusammenhang mit der formativen Evaluation möchte ich auf die sogenannte Ampel- bzw. Signalkartenmethode verweisen. Diese Methode stellt eine von mehreren Möglichkeiten dar, um in einfacher und schneller Form beispielsweise Veränderungsprobleme, Verständnisprobleme und den Wissensstand einer Gruppe von Lernenden zu evaluieren,
zu einzuschätzen und zu bewerten. Die Lernenden geben den Pädagoginnen und Pädagogen anhand der drei Ampelfarben Grün, Gelb und Rot ein unmittelbares Feedback zu einer konkreten Frage der Lehrkraft. Die Schülerinnen und Schüler geben dadurch Hinweise zu ihrem momentanen Kenntnisstand und Kompetenzen und ermöglichen in dieser Weise der Lehrkraft gezielt beispielsweise neue Erklärungen zu geben und als Schlussfolgerung daraus Übungseinheiten in den Unterricht aufzunehmen. Weiterführende Hinweise zur Durchführung der Ampelkartenmethode, wie etwa ein Handout und ein Video, finden sich unter www.schule.wilernen.at und dieses Video findet sich wiederum auch hier im YouTube-Kanal. In dem gerade beschriebenen Sinne kann die Ampelkartenmethode insbesondere im Zusammenhang mit der formativen Evaluation eingesetzt werden, da die Lehrkraft damit während des Lehr-Lern-Vorgangs zielgerichtete und zeitnahe Auskunft über den Lernprozess, den Kenntnisstand und das Kompetenzniveau der Schülerinnen und Schüler erhält. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.